Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial von FXFlat. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Agena Trader eine Verbindung zum FXFlat MetaTrader 4 Konto herstellen können. Nach der Installation des Agena Traders werden Sie diese oder eine ähnliche Arbeitsoberfläche vorfinden. Unten links sehen Sie bereits, dass Sie mit dem kostenlosen Yahoo-Feed und mit dem Simulationskonto verbunden sind. Diese sind für den Handel mit FXFlat nicht notwendig. Gehen Sie nun auf Tools, Settings und Kontoverbindungen. Um das FXFlat MetaTrader 4 Konto hinzufügen zu können, müssen Sie zunächst alle vorhandenen Verbindungen trennen. Jetzt können Sie mit Hinzufügen fortfahren. Wählen Sie einen Verbindungsnamen und FXFlat als Anbieter aus. Klicken Sie auf Next. Sie werden jetzt gebeten, die Zugangsdaten einzugeben. Diese haben Sie bereits per E-Mail erhalten. Geben Sie nun die Zugangsdaten in den Agena Trader ein. Unter Server wählen Sie aus, ob Sie ein Demo-Konto oder ein Live-Konto haben. In diesem Fall belassen wir es bei Demo. Get Quotes On können Sie so übernehmen. Klicken Sie nun auf Finish und ein neues Fenster erscheint, wo Sie die Instrumentenliste von FXFlat hinzufügen können. Wählen Sie unter Broker FXFlat aus und klicken auf Import. Wechseln Sie nun zur Instruments List Broker und wählen alle FXFlat Listen aus. Bestätigen Sie mit Import Instruments List und schließen dieses Fenster. Sie können jetzt das FXFlat-Konto als Broker und Datenlieferanten auswählen. Wie anfangs erwähnt, werden wir den Yahoo-Feed und das Simulationskonto nicht benötigen. Klicken Sie nun auf OK, auf Haupt, Verbindungen, Verbinden, FXFlat. Und kontrollieren unten links, ob Sie richtig mit dem FXFlat Server verbunden sind. Sollten Sie hier eine rote Statusmeldung bekommen, gehen Sie bitte alle Schritte nochmal durch und oder kontaktieren Sie das FXFlat Service Team.